keine schlimmere Straße als die hier, Freunde, ja? Why are you here in Tulum, bro? I don't need money, bro. You don't need... No? No. I just need weed. Cause I got her. I'm in Tulum because... Cause I got her. It's good. Das ist ein gutes Ding. Seitdem ich mir das vorstelle, spüre ich meinen Rücken besser. Bro. Bro. You fucked me up, man. What's wrong with the water? Huh? This week 3 times. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby girl, drip. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, mein lieben Freund? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ja, ich habe gedacht, ich mache jetzt mal ein Intro für einen Videoblog. Ich weiß gar nicht, was heute so ansteht. Ich treffe mich jetzt mit Mitch bei einem Kollegen noch aus Frankreich. Wir sind quasi die European Connection. Ich bin der Bruder aus Deutschland, Mitch aus Italien und der andere Cousin aus Frankreich. Ja, ich weiß gar nicht, ob überhaupt was Geiles passiert für einen Videoblog. Machen wir ein bisschen sauber. Aber ich habe mich gerade gefühlt und Bock gehabt, ein Intro zu machen. Wenn nicht, dann haben wir wenigstens ein geiles Intro, Freunde. Ja, wir sehen uns später. Peace. Keine schlimmere Straße als die hier, Freunde, ja? Zieht euch mal rein, Digi. So. Achterbahn-Vibes, man. Tschüss. Boom, Alter. Und der Bruder gibt Gas, Alter. Du weißt schon, wie das läuft hier, man. Boom, Alter. Tschüss. Digga, das macht aber Spaß, Bro. Schiss dir. Nur wenn man es eilig hat, ist kacke. Ach, die Scheiße. Die Krater werden auch immer größer, umso mehr es regnet. Und keiner macht was. Oh, Mexico, oh, Mexico. That's what it is, man. Tschüss. Oh, shit. Hey Mitchell, they told me I should do like longer vlogs. Longer vlogs. Bro, longer videos, you know, because they want to eat like big meal when they saw it, when they watch the video. Yeah. So can you tell me something, bro? Like, no, for real, bro. The people always asking why are you here in Tulum and how do you. You know, not, how do you make your money, bro? Oh, me? Yeah. And why do you here? Why are you here in Tulum, bro? I don't need money, bro. You don't need no? No. I just need weed. Cause I got her. And I want them to know what you're doing, you know? Tell them to fuck off, bro. What do you mean? Tell them to fuck off. All right. Cause I got her. Oh shit, this place is very nice, bro. Let's make a small room tour, no? Oh shit. What's up, man? Oh shit. This is the French connection, man. What's up, bro? You good? Good, and you? Good, man. Good, man. I told them, bro, I do a video blog right now. I told them we are the European connection, no? Yeah. You from French, Mitch from Italy, and me from motherfucking Alemania, man. Huh? The French connection. See, hey, bro, I have a question, bro. Yeah. Can you tell the people why are you here in Tulum, bro, and how? What do you do for work? I do nothing for work, and I'm in Tulum because it's good. Fuck, man. Yes. Ah. Wetter genießen, Digga. Come on, freestyle. Hey, hey, hey. French, bro. I cannot speak French, bro. Can you do freestyle? Yeah. After the joints. Yeah. After the. So, Freunde, dass ihr es mal gesehen habt, ich bin gerade aufgestanden und wollte gerade eine kleine Dusche nehmen. Alles klar, Digga. 3 Tropfen sind am Start, Bro. Fühl ich nicht, Digga. Wolken sind auch da. Das ist okay für mich. Aber das mit dem Wasser ist scheiße, Bro. Weil
Ich mag das Poolwasser nicht, man. Jetzt muss ich wieder im Pool baden. So scheiße, Digga. Riech ich wieder nach Chlor, Alter. Alright, Freunde. Morgenroutine ist beendet und ich schau mal, ob vielleicht in der Zeit sich was getan hat. Come on, man. Ah, scheiße, Digga. Nein, das heißt, wir müssen jetzt echt im Pool baden gehen. Und ich habe eben den Nachbarn seinen Hund auch im Pool baden sehen, Digga. Naja, der Pool sieht auch nicht gerade sauber aus. Den hätten die wenigstens mal sauber machen können. Naja, scheiße. Fuck me up, man. What's wrong with the water? Huh? This week three times, man. Yeah, it's broken again. Yes, fellas. Jetzt geht's ab ins Training. Oberkörpertraining, vielleicht nehme ich ein paar Sätze für euch auf und erzähle ein bisschen was dazu. Also bis gleich. So, Freunde, ich habe gedacht, ich mache wieder Voice-Over-mäßig und erzähle euch ein paar Sachen zu den Übungen. Und zwar mache ich hier gerade meine Schulter-Rotator-Manschette warm. Das kann ich nur jedem Einzelnen von euch ans Herz legen. Ich habe mir selber damals mal meine Bizepssehne angerissen oben an der Schulter und ich konnte dann ein Jahr kein Bankdrücken machen. Und das ist eine der schlimmsten Sachen, die passieren können. Deswegen achtet darauf. Hier seht ihr gerade, ich habe ein bisschen zu viel Gewicht. Ich habe den Satz eigentlich auch nur für die Cam aufgenommen, damit ich euch das zeige, dass ich meine Schultern immer warm mache. Guckt, dass die Ellenbogen immer am Körper bleiben. Nimmt nicht zu viel Gewicht, das ist wirklich nur eine Warm-up-Übung und macht es wirklich vor jedem Oberkörpertraining. Egal ob Rücken, Schulter, Brust, egal was ihr trainiert, macht eure Schultern schön warm. Wir starten jetzt rein mit Bench Press. Erste Übung. Ich benutze hier die Handgelenkbandagen, weil ich früher immer ein bisschen Probleme mit dem Handgelenk hatte. Ihr müsst halt auch schauen, dass die Handgelenke straight bleiben. Dann lege ich mich hin, ich gucke, dass ich die Schulterblätter schon jetzt hinten zusammenziehe und die auch nicht mehr locker lasse. Ja, dazu ziehe ich mich auch hoch an die Stange. Konzentriert euch wirklich darauf, dass die Brust draußen bleibt, die Schulterblätter hinten zusammenbleiben, den ganzen Bewegungsradius, dass wirklich nur die Brust arbeitet. Füße stabil auf dem Boden, Handgelenke durchgedrückt und die Atmung nicht vergessen. Ich bin jetzt hier gerade bei 110 Kilo wieder angelangt. Ziel ist es, wieder auf die 130 zu kommen. Ich habe jetzt erst wieder gestartet, wirklich Progress zu machen. Ich schalte kurz live rein. Show me your magnesia, bro. I was searching for this the whole day. I'm doing vlogs for me, you know? Oh shit. You know Mercado Libre? He got it. What? Mercado Libre, Amazon. Amazon? And Amazon, you can. Oh, okay. Okay. Thank you, man. Oh shit, auf jeden Fall Magnesium am Start, werde ich mir jetzt auch bestellen die Tage. Wir haben jetzt vorgebeugtes Rudern im Untergriff. Ich benutze da den Klammergriff, achtet darauf. Der Daumen ist draußen und ich konzentriere mich darauf, mit den Ellenbogen zu ziehen. Das ist ein gutes Ding, seitdem ich mir das vorstelle, spüre ich meinen Rücken besser. Weil es ist wichtig hier, dass wir den Rücken trainieren und nicht alles andere. Natürlich ist es eine Verbundübung, wo auch andere Muskeln mit involviert sind, wie zum Beispiel der Bizeps, aber wir wollen uns wirklich auf den Rücken konzentrieren. Ja, wichtig ist natürlich auch hier wieder die Atmung. Was ich hier noch beachten müsste, ist den Kopf mehr nach unten zu neigen, auf den Boden zu gucken und den Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule zu haben. Stange läuft am Knie entlang Richtung Bauchnabel. Ja, und dann rein in die Masse, Freunde, ja. Und jetzt gibt's das Outro, ich küsse euer Herz. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Video. Bisschen Videoblog gemütlich, gestern angefangen, heute noch ein bisschen Gym-Session. Ey, es ist immer wieder geil, was für geile Leute man hier kennenlernt. Eben dein Bruder aus Argentinien kennengelernt. Der ist schon seit über 10 Jahren in Mexiko und lebt jetzt ungefähr seit 3 Jahren hier in Tulum. Geile Talks gehabt, Mann. Richtig geil. Schreibt auf jeden Fall rein, wenn euch der Blog gefallen hat, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Be unique. Dabei schauen es. Peace out, man. Shit. Tschüss. Tschüss. Mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt. Wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby girl, drip.